لكن اتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت. Spielfotograf, dem ist das gelungen festzuhalten und ich mag einmal erklären, was genau wir hier sehen. Hier in dieser Ecke, das ist der Gazastreifen und was wir hier sehen, das ist so eine Raketensalve. Die wird abgefeuert mitten in der Nacht und man kann das gut sehen, diese Raketen werden mitten aus einem Wohngebiet abgefeuert. Das ist keine Armeestellung, das ist keine Militärbasis, das ist nicht irgendwo in der Wüste, sondern zwischen Wohnhäusern, zwischen Schulen, zwischen Kindergärten werden diese Raketen abgefeuert. Warum? Weil man natürlich weiß, wenn die israelische Luftwaffe diese Terrorstellung treffen will, dann hat sie die große Herausforderung, dass drumherum viele zivile Ziele sind. Drüben diese aufsteigenden Raketen, das ist das israelische Abfangsystem, das ist Iron Dome, ein System, über das in den vergangenen Tagen viel gesprochen wurde. Denn diese Raketen, diese Abwehrraketen, die retten Leben. Und jede einzelne dieser Raketen probiert dann am Ende, feindliche Raketen in der Luft zu zerstören und so zu verhindern, dass diese feindlichen Raketen ins Ziel treffen können und am Ende Leben töten. Knapp 2000 Raketen hat die Hamas etwa abgefeuert. Rund 90% der Raketen konnten abgefangen werden. Ein sensationeller Wert. Und man muss sich nur vorstellen, was eigentlich ohne Iron Dome wäre, wenn diese 2000 Raketen ins Ziel gekommen wären. Es gibt andere beeindruckende Grafiken, die noch einmal den Konflikt zeigen. Denn es gibt ja immer so diesen Narrativ, ach naja, die Hamas, die schießt da ihre selbstgebastelten kleinen Raketen ab, einen wirklichen Schaden können die ja gar nicht anrichten. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Die Hamas wird ausgestattet aus dem Ausland, die Hamas wird finanziert aus dem Iran und von dort kommen eben Raketen, die das gesamte Land mittlerweile treffen können. Wir haben es gesehen, Tel Aviv wurde beschossen, aber mittlerweile reicht eben dieses Raketenarsenal auch, um aus dem Gazastreifen bis ganz nach oben, nach Haifa zu feuern. Das gesamte Land kann aus Gaza ins Visier genommen werden. Alter Impuls 24, Militärexperte Gerald Kahner, vielen Dank. Sehr gerne. Herr Kahner, tausende Raketen sind da gestern auf Israel abgefeuert worden. Vielleicht können Sie uns ganz kurz einmal erklären, um was für Geschosse es sich da genau handelt. Wie modern sind denn diese Waffen tatsächlich? Was sind das für Raketen? Es sind ganz unterschiedliche Lenkwaffen. Wir sprechen von etwa 3000 Stück, die da gestern abgefeuert worden sein sollen auf israelisches Territorium. Das geht also von selbst gebastelten, selbst produzierten Raketen, die relativ einfach gestrickt sind, die im Gazastreifen selbst hergestellt werden, bis zu doch etwas komplexeren Waffensystemen, die im Großen und Ganzen geliefert werden, sozusagen bereits fertig, meistens über See, vom Iran bzw. aus Syrien. Mit unterschiedlichen Reichweiten jeweils. Die Hisbollah zum Beispiel verfügt über Raketen direkt aus dem Iran angeliefert, die de facto fast ganz Israel. Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das bestätigte die israelische Armee auf Twitter. Ziele seien eine Waffenfabrik der radikal-islamischen Hamas sowie ein Labor für Chemikalien gewesen. Wenige Stunden zuvor hatte Israels Militär nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. In der Grenzstadt Sderot sei Alarm ausgelöst worden. Die bewaffnete Gruppierung Höhle der Löwen reklamierte den Angriff für sich. The Iranian port of Bandar Abbas, now under intense surveillance by U.S. and Israeli intelligence services, using spy satellites to gather the latest on Iran's cargo ships and aircraft smuggling weapons into Gaza. Washington and Tel Aviv are sharing that intelligence,
One senior U.S. official tells CNN Iran is finding ways of resupplying Hamas. U.S. and Israeli officials say from Bandar Abbas, ships make their way into the Red Sea and dock in Sudan. Some unload arms and missile parts, which are then smuggled overland into Sinai and then into Gaza's tunnels. Others dock further north before entering Gaza. Iran wants to keep several routes open, especially if there is a coming crackdown. It is not so. Israel will die Tunnel der Hamas zerstören, aus denen heraus militante Palästinenser immer wieder angreifen. Am Montagabend ereignete sich ein Überfall auf einen Wachturm in der Nähe des Kibbutz Nahal Oz, nur wenige hundert Meter von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Palästinensische Angreifer töteten bei diesem Angriff 5 israelische Soldaten, doch es war nicht der erste. Während des jüngsten Konflikts gab es bereits 6 solcher Attacken aus dem Untergrund mit mehr als 10 Toten. Wenn die israelischen Streitkräfte einen Tunnel entdecken, finden sie, so wie hier, oft auch Waffen und schweres Gerät. Die Israelis sind bisher auf 45 Tunnel gestoßen. Satellitenaufnahmen des US-Geheimdienstes sollen noch mindestens 20 weitere zeigen. Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren sind 2 iranische Kriegsschiffe durch den Suezkanal gefahren. Der Militärrat, der Ägypten derzeit regiert, hatte die Durchfahrt einer Fregatte und eines Hilfsboots genehmigt. Der Iran habe zuvor versichert, die Schiffe seien unbewaffnet. Die Schiffe sind unterwegs nach Syrien. Israel, das sich vom Iran bedroht fühlt, hatte die Passage wiederholt scharf kritisiert. Obwohl zugestanden wird, rechtlich gibt es keine Grundlage für ein Verbot. Die Durchfahrt war den Iranern zuvor mehrfach verweigert worden. Israel betrachtet die Passage als Provokation, so dessen Außenministerium im Vorfeld. Nach der mehr als 100 Jahre alten Konvention von Konstantinopel kann der Kanal von allen Schiffen aller Nationen zu allen